Im Sommerurlaub 2019 war ich in Südfrankreich und es war zwar super schön, aber wie einige von euch wahrscheinlich wissen, gab es ein paar Sachen, die wir uns damals etwas anders vorgestellt hatten. Das Parkplatzproblem hier ist sehr groß, würde ich mal sagen. Überall war es voll, nirgendwo gab es Parkplätze und alles war einfach ziemlich stressig. Damals war ich mir ziemlich sicher, dass ich nicht mehr so schnell meinen Sommerurlaub in Südfrankreich verbringen würde. Doch dann habe ich eine Mail erhalten, die mich nochmal zum Nachdenken gebracht hat. Jemand, der mein Video von 2019 gesehen hatte, war der Meinung, dass man Südfrankreich auf einer ganz anderen Seite erleben kann und wollte mich davon überzeugen. Und ganz zufällig war das auch nicht irgendjemand, sondern jemand, der ein eigenes Haus in Südfrankreich besitzt und sich richtig vor Ort auskennt. Außerdem hat er uns angeboten, im Sommer selbst eine Woche mal vorbeizuschauen und zu erleben, wie Südfrankreich so sein kann, wenn man weiß, wie man es richtig macht. Und selbstverständlich haben wir das Angebot angenommen. Wir sind da. Das ist einfach richtig, richtig schön und man hat ja so einen Hammerblick. Also ich glaube, man muss sich das einfach mal angucken. Und recht schnell versteht man, dass es der Hammer ist, mit diesem Blick zu frühstücken, mit diesem Blick zu Abend zu essen. Wirklich, für uns ist einfach schon dieses Häuschen selbst eine Sehenswürdigkeit. Es ist einfach ein super Ort, um nicht nur anzukommen und zu essen und zu schlafen, sondern halt einfach auch sich zu erholen und auch hier zu bleiben, weil es einfach so schön ist. Man fühlt sich ein bisschen wie der König des Berges, weil man hier einfach oben drauf sitzt, den hammermäßigen Blick hat. Und das haben wir auch mal verglichen mit dem Airbnb, wo wir letztes Mal waren. Das sah nämlich auf Bildern super schön aus, aber im Endeffekt war es dann doch recht eng und halt mitten in der Stadt. Man hatte natürlich keinen Balkon oder irgendwas und damit ist ja, das hier gar nicht zu vergleichen. Auch drinnen ist es super, super schön, einfach echt hammermäßig eingerichtet. Das ist auch richtig cool. Es gibt ein Teleskop und man sieht hier nachts so gut die Sterne. Das müssen wir einfach mal machen. Aber dazu werde ich sicherlich auch noch was filmen. Genau, und jetzt organisieren wir erstmal, wo wir heute so hinwollen. Unsere Unterkunft war dieses Mal in einem etwas anderen Gebiet als letztes Mal. Letztes Mal waren wir in einer Stadt in der Nähe von Cannes und diesmal waren wir deutlich weiter westlich vor Hyères, ein bisschen so in einem abgelegenen Gebiet draußen, ein bisschen mehr ja draußen in der Natur. Und es war auf jeden Fall viel ruhiger und trotzdem immer noch nah genug, um so Städte wie Cannes oder Nizza zu besuchen, wenn man möchte. Außerdem war es dieses Mal super, dass wir in der Nebensaison da waren, und zwar im September und nicht im August wie letztes Jahr. Dadurch war auch viel weniger los. Allerdings muss man im Hinterkopf behalten, dass es sich hier um das Jahr 2020 handelt und durch Corona wahrscheinlich noch mal viel weniger los war, als man das eigentlich in der Nebensaison erwarten kann. Wir waren jetzt schon, oder wir sind jetzt schon eine Woche fast hier. Morgen fahren wir schon weiter. Und ich habe ungefähr nie mit der Kamera geredet, aber ja, es ist deutlich entspannter als unser Urlaub letztes Jahr. Ich finde die Ecke hier einfach auch was schöner, muss ich sagen. Es ist sehr viel naturbelassener. Man hat, keine Ahnung, mehr Strände, die irgendwie auch so ein bisschen, wo auch Bäume sind, wo so ein bisschen nicht direkt in der Stadt ist. Gestern waren wir an der Verdun-Schlucht. Verdun-Schlucht? Weiß nicht. Verdun. Das war echt schön. Das war nochmal schöner, als ich erwartet hätte. Auf dem Weg zur Schlucht haben wir halt in einem kleinen Örtchen namens Castellan gemacht. Das liegt direkt am Anfang der Schlucht und ist total idyllisch und super schön, um ein bisschen durch die Gassen zu schlendern.
Wir sind dann noch bis zum Lac de Sainte-Croix gefahren, in dem man auch super schwimmen kann und von dem man aus sogar in die Schlucht reinpaddeln kann, wenn man ein Boot hat oder wenn nicht, dann kann man sich auch eins mieten vor Ort. Letztes Jahr waren wir nicht zur Verdun-Schlucht gefahren, weil uns das Ganze von der Küste aus einfach zu weit weg war. Und ich bin super froh, dass wir es dieses Mal gemacht haben, weil auch wenn man ein bisschen über 2 Stunden anfahren muss, hat es sich total gelohnt. Die Natur ist einfach beeindruckend und lässt die lange Anfahrt schnell vergessen. Sonst haben wir uns noch ein paar Städte angeguckt, wie zum Beispiel Hyères oder Saint-Tropez, die beide auch super schön waren. Und wir haben auch wirklich viel Zeit damit verbracht, einfach am Strand zu liegen und zu entspannen. Denn es gibt in der Ecke wirklich mehr Strände, als wir das von letztem Jahr gewohnt waren. Und die sind teils auch wirklich groß, sodass man auch mit viel Abstand seinen Platz finden kann und ganz gemütlich baden kann. Und dann ging unser Urlaub in Südfrankreich auch recht schnell wieder zu Ende. Diesmal gab es allerdings nichts, was ich mir im Nachhinein gewünscht hätte, anders gemacht zu haben. Denn Südfrankreich ist eigentlich total schön. Und wenn man sich im Vorhinein ein bisschen darauf einstellt und ein paar der Tipps befolgt, kann man diese schöne Seite auch ganz einfach für sich selbst entdecken.